Tom Watson, Gründer von IBM, erfährt, dass einer seiner Angestellten einen Fehler begangen hat, der die Firma 10 Millionen Dollar kostet. Das war damals, es wären heute vielleicht 100 oder mehr Millionen. Dann wurde der Mann zu ihm geführt und er war sich ganz sicher, dass er entlassen wird und sagt das auch gleich. Und wissen Sie, was Tom Watson sagt? Sie entlassen? Nein, nicht nachdem ich gerade 10 Millionen Dollar in Sie investiert habe. Wenn wir das so sehen könnten, unsere Fehler als Investition. Der gleiche Watson gefragt, was muss ich tun, um in Ihrer Firma aufzusteigen, hat gesagt, verdoppeln Sie Ihre Fehlerquote. Ist das nicht toll? Was müssen Sie tun, um in Ihrem Leben aufzusteigen? Verdoppeln Sie Ihre Fehlerquote. Es ist besser, fehlerhaft zu beginnen, als perfekt zu zögern. Besser fehlerhaft beginnen, als perfekt zu zögern. Wenn wir schnell beginnen, wenn wir schnell Entscheidungen treffen, machen wir Fehler. Wir zahlen einen Preis für die schnellen Entscheidungen. Wir zahlen einen Preis für das schnelle Beginnen. Und dieser Preis sind Fehler. Aber wir zahlen einen viel größeren Preis mit Zinseszins, wenn wir aus Angst vor Fehlern nicht schnell beginnen. Weil wir dann kleine Opfer bleiben, an denen das Leben komplett vorbeigeht. Weil wir dann die Fähigkeit verlieren, Entscheidungen zu treffen. Die können wir nicht konservieren, diese Fähigkeit.